Hallöchen, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir 3 Tipps verraten, wie du dein Immunsystem stärkst, wie du deine Abwehrkräfte mobilisierst und aktivierst. Und ja, in dieser kalten Jahreszeit, da werden sehr viele Menschen krank und ich hoffe, mit diesen 3 Tipps kannst du dich besser stärken und die Abwehr aufbauen. Tipp Nummer 1 ist Kneipen. Damit meine ich nicht, dass du in die Kneipe gehst und einige Bierchen trinkst oder einen schönen Rotwein trinkst. Nein, mit Kneip, das ist ein Mann, der so heißt, und der hat sehr viele Erkenntnisse gebracht, dass es gut ist, Wechselbäder zu machen mit kalt und warm. Und ich erzähle dir auch ganz genau, wie das funktioniert. Seit 2008 dusche ich am Ende immer kalt, also wenn ich dusche. Und da muss man aber einige Dinge beachten. Und zwar, ich habe nämlich am Anfang immer den ganzen Körper abgeduscht und habe gemerkt, irgendwie, das ist mir zu viel, das packe ich nicht. Und dann habe ich den Tipp bekommen, dass du nur die Extremitäten, also die Beine und die Arme und vielleicht, ich mache auch immer noch das Gesicht, vielleicht am Morgen, um mich zu beleben. Und auch bei den Armen und Beinen gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Und zwar immer fängst du da an, was am weitesten vom Herzen entfernt ist. Also, du fängst beim rechten Fuß an, gehst mit der Dusche nach oben, wieder nach unten und wieder nach oben. Dann gehst du zum linken Bein und fängst da auch bei den Füßen an und gehst nach oben, also so zum Herzen hin, langsam mit dem kalten Wasser. Dann fängst du den rechten Arm an, von der Hand nach oben, also zum Herzen hin, aber du fängst halt vom Herzen weg an. Und als letztes den linken Arm zum Herzen hin. Du lässt dabei den Oberkörper aus, also da, wo die ganzen Organe liegen, weil das für den Körper zu anstrengend ist, die dann auch noch wieder auf die volle Temperatur zu bringen. Und wir sollten den Körper nicht überfordern. Es reicht schon aus, wenn du regelmäßig, am besten jeden Morgen, diese Prozedur machst, dass du am Ende kalt duscht. Ich habe noch einen Tipp, wie ich das jetzt seit wirklich 9 Jahren durchhalte oder auch wirklich praktiziere ohne Pause. Und zwar, der Sonntag ist bei mir der Ausnahmetag, da mache ich es nicht. Ja, also mittlerweile ist es auch schon so eine Gewohnheit, das ist ein Automatismus. Also wenn du das eine Weile machst, dann wirst du halt hoffentlich merken, dass es wirklich was bringt. Und ich war jetzt auch schon wirklich viele Jahre nicht mehr beeinträchtigt körperlich, also keine Krankheiten bekommen. Von daher glaube ich schon, dass das damit zusammenhängt. Es gibt noch eine andere Möglichkeit zu kneipen in dieser kalten Jahreszeit. Und zwar kannst du so circa 30 Sekunden reichen aus, kann auch eine Minute sein, aber länger solltest du es, glaube ich, nicht übertreiben. Und zwar mit nackten Füßen auf dem Gras oder im Schnee laufen, je nachdem, was da gerade bei dir so da ist. Und das Wichtige dabei ist auch wieder, gleich in die warme Stube, gleich Socken anziehen oder nochmal unter die Decke kriechen, dass die Füße schnell wieder warm werden. Aber dieses kurze Intermezzo für den Körper zwischen heiß und kalt stabilisiert ungemein das Immunsystem. Natürlich fällt mir jetzt gerade ein, Sauna ist da auch top, ne? Wenn du übst diesen Wechsel zwischen heiß und kalt, das was wir ja in den Wintermonaten haben, dass du ja von der warmen Wohnung in die wahrscheinlich 10, 20 Grad kältere Natur rausgehst oder unter den Himmel trittst. Und ja, da dieses Wechselspiel einfach schon zu üben, das kann man auch in den Sommermonaten machen, aber jetzt ist natürlich viel einladender, auch mal in die warme Sauna zu gehen. Genau, und dieses Wechselspiel zwischen kalt und warm, das zu üben, damit unterstützt du deinen Körper, wenn du das sozusagen regelmäßig machst. Tipp Nummer 2. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich einen hohen Rohkostanteil in meiner Ernährung habe. Und das möchte ich dir auch weitergeben. Kennst du wahrscheinlich schon die alte Leier, viel Obst und Gemüse essen. Das stärkt das Immunsystem und gerade im Winter ist das besonders hilfreich. Ich weiß, vielen fällt das schwer, jetzt Früchte oder rohe Sachen zu essen, aber es unterstützt wirklich.
Also Früchte sind halt eher kühlend. Ne? Vielleicht kannst du mehr zu Salaten greifen, Tomaten, Gurken. Gurken sind jetzt auch Früchte, aber auch Zucchini oder sowas. Ne? Das gibt ja viele Sachen, die man roh essen kann. Und es kommt auch gar nicht so sehr, oder es kommt natürlich, ist dieses Frische, diese Lebensenergie, die noch in diesem frischen Obst und Gemüse drinsteckt, die in sich aufzunehmen, das bringt auf jeden Fall was. Und wenn das aber zu krass für dich ist, dann kann auch schon helfen, wenn du natürlicher isst. Also weniger verarbeitete Lebensmittel. Verarbeitete Lebensmittel sind zum Beispiel Käse, sind panierte Schnitzel, sind Milch, die hoch erhitzt ist. Was fällt da noch drunter? Einfach ja, Fertigpizza und was es so alles gibt. Ja, das sind hochverarbeitete Lebensmittel. Und je natürlicher du dich ernährst, sprich je unverarbeiteter du einkaufst, ja, einfach die Obst- und Gemüseabteilung, was die so bietet, eine vegane Ernährung, ja, ist auch weniger belastend für den Körper, für die Umwelt auch, ja. Also möglichst natürliche Lebensmittel zu dir nehmen und einen möglichst hohen Frischkostanteil, ja, diese, ich wiederhole mich, aber ich mache es gerne, diese lebendige Energie, die du da aufnimmst, wenn du Frischkost zu dir nimmst, ist einfach unterstützt für das Immunsystem. Punkt. Und damit bin ich schon bei Tipp Nummer 3. Und zwar ist das jetzt vielleicht so ein ungewöhnlicher Tipp, den hättest du jetzt vielleicht nicht erwartet oder ist auch, wie soll ich sagen, ich stammel rum, ich sag's mal einfach. Und zwar nennt sich das Body Scan. Und da ist es so, dass du durch deinen Körper durchgehst, du fängst wieder bei den Füßen an, du gehst zu den Waden, du gehst zu den Oberschenkeln und den ganzen Körper durch. Ich habe da auch eine Meditation mal aufgenommen, ich verlinke die da oben. Leider ist der Ton nicht so gut, vielleicht nehme ich die nochmal neu auf, aber vielleicht findest du sogar auch andere Videos, die da optimaler sind. Auf jeden Fall, der Hintergedanke dabei ist, bei diesem Bodyscan, wenn du bewusst in jedes einzelne Körperteil gehst, dass du einen besseren Kontakt zu deinem Körper hast und weißt, was in ihm vorgeht. In dem Buch von Eckhart Tolle, jetzt, ich verlinke dir das auch mal unten in der Infobox, da hat er das auch beschrieben, dass dieser Bodyscan das Immunsystem steigert. Ja. Also es ist jetzt nicht wissenschaftlich erwiesen, aber ich merke schon, je besser ich meinen Körper lesen kann, ja, dass ich in ihn reinspüre und deuten kann, was da in ihm vorgeht, je besser kann ich mich um mich sorgen. Und da ist mir eben, als ich gesprochen habe, noch, ich sag mal jetzt vierter Tipp, auch wenn es jetzt anders geplant war, viele Menschen kriegen eine Erkältung, weil sie sich nicht richtig anziehen. Ja? Wenn du nicht warm genug angezogen bist, dann kann es auch leicht passieren. Ja, ich kenne das noch von früher. Ich habe mich immer gewehrt, ich bin so ein Sommerkind und ich habe mich gewehrt dagegen, mich dann, ja, wenn es kalter wird, daran anzupassen, dass ich mich jetzt kalt wärmer anziehen muss. Und das ist so ein Punkt, der zu dem dritten so ein bisschen da reinspielt, dass du halt wirklich dich gut um dich sorgst und das, ja, das steigert auch das Immunsystem, wenn du halt einen guten Blick auf dich hast, ein gutes Gespür für dich hast und ja, gut für dich sorgst. Das heißt auch, Ruhepausen einzuhalten. Ja, jetzt die dunkle Jahreszeit, die lädt einfach dazu ein, mal öfter zu Hause zu bleiben, sich unter der Decke zu verkriechen und ja, die kurzen Tage, klar, da ist es schön rauszugehen, aber dann, wenn es dunkel ist, auch wirklich mal früher schlafen zu gehen und diese Winterzeit, diese Einmurmelzeit auch wirklich dafür zu nutzen. Und ja, dieses viel unter Menschen sein und viel Austausch mit Bakterien, ja, das, ich glaube nicht an Ansteckung, aber ich glaube daran, dass es sein kann, dass du zu viel unter Menschen bist, weil die Winterzeit eigentlich dafür da ist, mehr mit sich alleine Zeit zu verbringen oder in der warmen Stube zu sitzen. Ja. Und dir wirklich diesen Winterschlaf, diese Winterruhe zu gönnen. Also ich hoffe, die Tipps waren hilfreich. Hier erscheinen jetzt gleich noch zwei Videos, vielleicht magst du da weiterschauen.
Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn du den Kanal abonnierst. Das kannst du jetzt gleich unten machen. Und aktiviere die Glocke, dann wirst du immer informiert. Ich wünsche dir eine wunderschöne, gesunde Winterzeit und ja, alles Liebe dir. Ciao!